Die Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sport Total. Wird präsentiert von Schau ins Land Reisen. Zu diesem Beginn von dieser Partie geht die Sonne auf, beziehungsweise der Himmel geht auf und die Sonne lässt dieses Grün noch viel grüner erscheinen. Die Partie ist freigegeben. Rödinghausen in der ersten Hälfte von rechts nach links in grün-schwarz. Köln ganz in rot von links nach rechts. Engelmann. Koroba, wieder Engelmann. Engelmann im Strafraum. Engelmann! 4 Minuten gespielt und Simon Engelmann mit der ersten fetten Möglichkeit für die Gastgeber. Koroba mit einem wunderbaren Ball auf Engelmann. Und ja, den hat er schon mal gemacht, aber er ist in einer kleinen Formkrise. Parade gegen Schalke 2, gegen Castelle. Und dann im Gegenzug jetzt erstmal der Abschluss von Töpken. Also das gibt es doch gar nicht. Der kommt da viel zu frei zum Abschluss. Und dann statt kurz einmal zu warten und dann den Ball vernünftig aufs Tor zu bringen, so ein Kullerball schon fast. Und das hat Carsten Rumm gestern auch angesprochen, diese Effektivität. Ja, kein Foulspiel, alles fair gegen Pinto. Und jetzt der Ball in die Tiefe auf Engelmann gegen Bakar Tukanda. Engelmann bringt den Ball rein auf Köpke in Aluminium. Hochspringen, kann den ganz frei und ohne Druck aufs Tor buxieren und dann an den Pfosten. Riesenmöglichkeit für Rödinghausen. Safi jetzt. Safi geht da an der Jumbo vorbei. Safi mit dem Abschluss. Aber hat sich da Riemer nochmal auf Engelmann. Engelmann. War das abseits? Kein abseits. Aber was war das für eine Möglichkeit? Riemer köpft den Ball nochmal. Engelmann nicht im Abseits und dann mit dem Hinterkopf probiert er da den Ball aufs Tor zu bringen. Kurzen. Engelmann, Nikic! Riemer nochmal. Bringt den Ball rein und jetzt hoch mit dem Abschluss und mit dem Tor. Das 1:0 für den SV Rödinghausen. Man hat es irgendwann erzwungen mit ganz viel Gewalt, wenn es spielerisch nicht geht. Dann einfach mal so. Und es ist der Neuzugang, der hier zum 1:0 trifft. Und das ist hochverdient. Strammer Schuss. Keine Chance für Kieper Nikic. Und da ist das 1:0 für Rödinghausen. 35 Minuten gespielt. Pinto gegen Hippe. Pinto setzt sich durch, hoch, kommt da nicht wirklich an den Ball. Pinto! Erster Abschluss in der zweiten Hälfte für den ersten FC Köln. 55 Minuten gespielt. Erst setzt er sich dagegen Hippe durch und hoch kommt er auch nicht wirklich noch in den Zweikampf. Naja, war es klar, dass er heute relativ früh ausgewechselt wird. Jetzt Diel gegen Schuster, gegen Kaba. Diel und die Parade Aßmann. Wichtiger Ball. Wichtige Parade. Und da hat man wieder gesehen, wie stark der Mann mit der Nummer 9 sein kann. Ein Antritt und eine gute Schussposition. Aber Keeper Aßmann ist da. Macht ihn da gut fest. Töpke mit dem Ball auf Safi. Safi gegen Bakar Tukanda. Schnell umgeschaltet und dann der Ball in die Tiefe. Gut gesehen von Töpken in die Schnittstelle. Und Bakar Tukanda macht da nochmal den Raum dicht. Bei den Gästen, aber erstmal Diel mit Höger. Diel bekommt den Ball wieder, geht in den Strafraum gegen Kaba. Diel, Diel mit dem Abschluss. Nächster Eckball. Und Pinto geht raus. Hatte seine Momente. Kurzen.
Guter Ball auf Fair. Das ist kein Abseits. Fair mit ein bisschen Tempo gegen Seiger. Fair setzt sich da durch. Fair muss den Abschluss suchen. Nikic zögert da lange, setzt sich aber final durch, kann dann aber nicht mehr genug Druck auf den Ball bringen. Rolfing, hohes Bein, wenn ich es richtig gesehen habe, und das war, ja, das ist mega unglücklich, war nicht extra. Aber das muss die rote Karte geben. Da maximal unglücklich in diesem Zweikampf gegen Höger. Und mit dem gestreckten Bein dreht er sich noch einmal nach links. Und wird da auch teilweise ausgepfiffen jetzt von den Fans hier auf den Rängen. Und Heim setzt er wieder stark nach. Das ist kein Foulspiel. Rechts ist Fair, wenn er nicht, wird es richtig gefährlich. Fair. Und dann kommt er zu Fall. Und die Leute, die springen hier auf und wollen den Freistoß. Und natürlich auch die gelb-rote Karte. Und die Leute, die applaudieren hier auf den Rängen. Fast schon eine Partystimmung für diese Entscheidung vom Schiedsrichter Nils Hasse innerhalb von 2 Minuten jetzt. Einmal glattrot, einmal gelbrot. Also Heim, er kämpft sich den Ball und dann auf Fair. Der macht den Haken, wird dann gefoult. Sponsel, Tier. 7 Minuten nochmal oben drauf. Hier sehen wir nochmal den Ball von Tier. Ja, das ist für mich eigentlich ein Rückpass. Aus meiner Sicht nicht in die Hand nehmen, in die Hände nehmen. Und jetzt geht da noch der Geschäftsführer vom SV Rödinghausen, Alexander Müller, für seine Aktion gegen Rolfing ausgepfiffen wird. Ball wird nochmal reingespielt. Schmidt, Schmidt auf die L! Und Koroba und Kaba. Gemeinsam klären sie irgendwie und feiern sich, als hätten sie ein Tor gemacht. Höger, der macht clever und lacht er den Fair schon fast aus. Längs, längs! Gegen Riemer. Jetzt kann er den Ball reinflanken. Haßmann ist da. Und jetzt ist die Partie vorbei. Das Spiel ist aus. 97 Minuten sind gespielt worden und es ist eine richtig packende Schlussphase gewesen. Und Rödinghausen gewinnt hier nach 97 Spielminuten mit 1:0 gegen die U21 vom 1. FC Köln. Und jetzt ist erstmal durchatmen angesagt. Was war das bitte schön für eine Schlussphase? Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war's das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.